Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag, der zweite Tag nach der Vergesellschaftung. Und ich wollte jetzt gerade sagen, wir haben zwei Lager, Holly, Emily und Bruno, weil die gerade zu dritt unter dem Tisch saßen. Also eigentlich Bruno und Holly. Dann kam die Emmy dazu, aber Holly hat die Emmy gerade weggekickt. Und dann haben wir die zwei, unser neues Liebespaar, die aber auch noch ausfechten müssen, wer denn jetzt der Boss ist von den beiden. Ja, also es geht wirklich heftig her und ich glaube, die komplette Gruppe hat sich mehr oder weniger zerstritten und entzweit. Also wir haben quasi diese zwei Lager. Holly ist das alles gar nicht so ganz geheuer mit dem Erik, die versteckt sich die meiste Zeit. Und Lotte fängt jetzt an, Chef sein zu wollen von der Holly. Also ja, das dauert alles noch ziemlich. Und ich habe gerade das Video geschnitten von gestern, was ihr gestern gesehen habt. Also das Video von der Vergesellschaftung. Und gestern Abend sah es ganz kurz gut aus beim Essen. Da waren nämlich für ganz kurze Zeit alle fünf zusammen um das Futter versammelt. Quasi in der Schüssel und es hat funktioniert. Aber wie gesagt, es war nicht von langer Dauer. Dann gab es wieder Stress. Aber ganz kurz, ich blende euch das ein. Bei Erik ist noch eine Sache, das habe ich gestern Abend gegoogelt oder so, weil mir das etwas spanisch vorkam. Ich werde es mal abchecken lassen, deswegen werde ich ihn nachher mit zum Tierarzt nehmen. Und naja, also wie gesagt, bei uns geht es rund. Aber die Lotte ist selig, dass sie wieder einen Mann hat. Also das merkt man auf jeden Fall. Sehr selig und sehr glücklich. Also den Zweien geht's gut, den anderen Dreien, naja. So, immerhin sind die beiden jetzt auch zusammen. So, also wir sind vom Tierarzt wieder zurück und es ist bei Erik leider genau das, was ich gestern schon gegoogelt habe und was ich befürchtet habe, dass es ist. Wie kann ich euch das jetzt wieder YouTube-freundlich erklären? Er hat sich quasi verausgabt bei der Lotte und wahrscheinlich generell mit seinem Dominanzverhalten. Und jetzt ist das geht nicht mehr zurück. Punkt, Punkt, Punkt geht nicht mehr zurück. Das hat auch einen Namen, aber den kann ich jetzt glaube ich hier nicht nennen. Auf jeden Fall ja, wurde das jetzt gekühlt und halt ein bisschen gespült. Es kann austrocknen. Wenn es halt so ist, dann kann es austrocknen und ja, es wird halt gereinigt, quasi gespült und Salbe hat er drauf bekommen und das Schmerzmittel. Morgen soll ich ihm auch nochmal das Schmerzmittel geben und morgen dann mal berichten, wie es ist oder ob es wieder schlimmer geworden ist. Und falls es wieder mehr rausgeht, kühlen. Also kaltes Wasser drüber laufen lassen. Ich sag nur frohe Weihnachten. Es ist unglaublich. Bei der Lotte das Auge ist wieder schlimmer geworden und bei der Holly alles unverändert. Achso, wir haben ja, also ich habe es ja untersuchen lassen, also eine Scheinträchtigkeitsuntersuchung wollte ich schon sagen, eine Trächtigkeitsuntersuchung, also per Ultraschall. Sofern man was sehen konnte und ertasten konnte, war bei der Holly nichts. Das Einzige, was ist, dass sie an der Gebärmutter Zysten hat. Das müssen wir jetzt unter Beobachtung haben. Und bei der Lotte, da war ihr Fell so dicht, dass man eigentlich kaum was sehen konnte. Aber
Da passt Gebärmutterblase passt auch. Das konnte man sehen. Man konnte jetzt nicht wirklich sehen, ob was ist, weil ihr Fell einfach so dicht war. Sie wurde jetzt nicht extra rasiert deswegen. Aber es konnte auch nichts ertastet werden. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass da wirklich nichts ist. Ich weiß es zwar jetzt nicht so ganz hundertprozentig, also bei der Holly dürfte eigentlich nichts sein, außer sie hätte es ganz gut versteckt. Aber bei der Lotte, ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wirklich nichts ist. Also eigentlich sollten ja die 4 Wochen ausreichend gewesen sein und von dem her, ja. Aber das mit dem Erik jetzt, das ist auch wieder so eine Sache. Ich dachte gestern, also irgendwie. Also es war ja die ganze Zeit draußen und ich dachte so, naja, okay. Aber dann hatten die anderen ja Hüpfenszeit und er war allein im Schlafzimmer und da war es immer noch. Und es war auch wie so eine Beule, wie so eine Blase. Und halt dann eben dachte ich, also jetzt dürfte eigentlich durch nichts animiert sein, dass das immer noch so ist. Und dann hatte ich ihn am Abend auch auf dem Arm, habe ihn gestreichelt. Da war es auch immer noch. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich es gegoogelt. Bin da auch ziemlich schnell drauf gestoßen, was es ist, also was ihr auch googeln wollt. Es hat einen Namen. Es heißt Punkt, 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 Vorfall. Dachte ich so, nee, bitte jetzt nicht. Ja. Also unglaublich. Ich habe es jetzt übrigens gewagt und habe bei der Rückfahrt Bruno und Erik zusammen in die Box. Man sagt ja, oder es gibt ja den Tipp, dass so eine Extremsituation vielleicht das Band verstärken kann zwischen den beiden. Es hat nicht gerumpelt in der Kiste, von dem her hoffe ich mal, dass das vielleicht was gebracht hat. Ja, ansonsten muss ich jetzt nochmal los in die Apotheke und nochmal für die Lotte Augentropfen kaufen. Die hatten sie nicht da. Wir geben jetzt nochmal zusätzlich andere Tropfen, die sie in der Vergangenheit vertragen hatte. Also das sind nochmal befeuchtende Augentropfen. Die bekommt die Holly auch auf beiden Augen. Aber ich habe immer für jedes Auge eigene Tropfen, dass da nichts passieren kann, falls das irgendwie verunreinigt wird oder so, dass man nicht das quasi verschleppt vom einen zum anderen. Deswegen hat jeder für jedes Auge seine eigenen Tropfen, selbst wenn es die gleichen Tropfen sind, dann habe ich halt dreimal die gleichen Tropfen daheim für jedes Auge jeweils. Es regnet, schöne Weihnachten, aber dieses Jahr ist es ja eh aufgrund der Ausgangssperre nicht wirklich Weihnachten. Naja, aber man muss froh sein, wenn es noch so ist, wenn man sich überhaupt sehen kann. Und wenn man gesund ist, sage ich ja auch immer. Aber mit meinen Sorgenkindern ist echt immer irgendwas anders. Es ist zum Verzweifeln. Naja, jetzt schaue ich, dass ich alle reinbekomme. Es ist übrigens immer noch ruhig. Also es wäre so schön, wenn das die beiden jetzt zusammengeschweißt hätte. Naja, dann schaue ich, dass ich nochmal in die Apotheke komme. Die Tropfen besorge für die Lotte. Beauty lives in me.
Dann sage ich Tschüss, frohe Weihnachten. Wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.